Und das Amulett können wir dann auch endlich der Mutter geben. Rieselschwamm. 40 Erschöpfung. Ja, das könnten wir bei Bossfights einsetzen. Und bei Alof dringend mal den Duplikat des Zauberers einsetzen. So viele, wie wir davon haben. Und die können wir auch sicherlich sehr gut selber herstellen, oder? Ups, das war falsch. Handwerk, Tränke. Also, verlegtes Bild ist ja hier. Ja, davon könnten wir jeder zwei Stück machen. Das ist kein Problem. Nasenlose Stern, Spiegelbild hier. Ah, nicht ganz so viele, weil wir nicht so viele Skeen-Knochen haben. Aber dafür den anderen, die bessere Variante, verlegtes Bild. Abwehr und Reflexe. Der hält halt länger. Und ich glaube, Duplikat des Zauberers. Bis Treffer oder kritischer Treffer erlitten. Naja, ist nicht ganz so toll, aber bringt jedenfalls was. Wir haben ja schon noch Trag des Geisterschildes. Oh. Können wir den eigentlich auch machen? Ich finde es ja manchmal gut. Ja, Geisterschild. Schadensreduktion, Konzentration. Oh, den könnten wir auch öfter mal benutzen. Den können wir halt nicht so oft machen. Wir haben nicht so viele Achate. Schwache Regeneration, flinke Füße, Trank. Den könnten wir auch öfter mal benutzen. Den haben Hagrim und Sagani ein paar. Unheimlicher Schütze. Ist der Stufe 2. Stufe 3 sind es nämlich nur noch nicht mehr so viele. Unheimlicher Schütze ist sogar nur Stufe 1 Trank. Boah, davon können wir auch welche machen. Also ja, ganz ehrlich, man muss hier nicht so viel micromanagen mit den Tränken. Die kann man sich ganz leicht selber machen. Schriftrollen übrigens auch. Schriftrolle des Mahlstroms. Dafür brauchten wir Adraban? Weißer Adra. Ah ja, cool. Aber hier zum Beispiel Gebets gegen Fassungslosigkeit. Gegen benommen Angriffe, Verteidigung gegen verwirrt Angriffe, oh. Tapferkeit, Verwirrung. Das ist natürlich cool, braucht aber Topasse. Große Ausdauerwiederherstellung, Davon können wir auch jeweils zwei herstellen. Nahrung. Ich habe ja sehr viel Essenssachen gekauft mittlerweile. Da könnten wir alles herstellen. Also ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich müsste es nur mal öfter benutzen, aber jetzt ist es schon fast schon zu spät dafür. Wirklich in den Tränken jeden schwereren Kampf, also gerade Bossfights, so wie das jetzt mit dem Kopf, mit dem Kopfgeld, was wir gerade gemacht haben. Einfach zum Kampfbeginn jeden einen Trank trinken lassen. Und wenn die Tränke alle sind, brauchen wir halt neue. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich privat spiele und für den zweiten Playthrough. Und ja, ich mache auf jeden Fall einen zweiten, wie ich ja angekündigt habe. Also ich werde jetzt erst den Playthrough durchmachen, dann werde ich einen privat durchspielen. Bis dahin wird ja hoffentlich dann das Add-on draußen sein. So. Rautei-Linienbrecher. Nee, ich hole mir jetzt erstmal kurz die Mutter. Hier. Wen schicke ich dafür kurzzeitig mal raus? Sagani. Farewell. Was heißt hier leb wohl? Du kommst doch gleich wieder. Und mal kurz die Mutter. So, hat die eigentlich ein Level up? Ja, dann vergeben wir das mal kurz. Bevor wir mit ihr reden. Wissen. Detonieren. Zersplittert die Seele des Ziels mit reiner Kraft. Ja, von mir aus. Psychischer Rückschlag. Beschwört einen Vergeltungsschlag herauf, der Feinde betäubt, wenn er auf die Willensverteilung des Mediums abzieht. Beißende Peitsche. Die Sinnpeitsche des Mediums beißt tiefer und gewährt einen Bonus auf Schaden. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, weil Sinnpeitsche ist ja hauptsächlich immer an. Außer das Medium hat, den maximalen Fokus erreicht. So. Jetzt wollen wir mit dir reden. Ich hatte noch Fragen an dich.
Lass deinen Verstand für dich sprechen. Ich werde mehr als nur die Worte hören. Als wir uns strafen, sprachst du mich als Wächter an. Weißt du, was ein Wächter ist? Es wird kühler und einen Augenblick lang scheint es, als würde sie aus deiner Sicht schwinden. Als könnte sie es nicht ertragen, gesehen zu werden. Title came unbidden. I do not know why I spoke of it. Yet it seemed the right mantle. A familiar one. Ja. Also mit vertraut meint sie, der Titel ist ihr vertraut. Der Titel kam ungebeten. Ich weiß nicht, warum ich davon sprach, doch es schien der richtige Mantel. Vertraut. Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch in Englisch machen sollen. Ich glaube, den nächsten Playthrough mache ich in Englisch. Und sorry, wenn ich dann nicht übersetzen werde, weil das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Oder wenn ich übersetzen soll. Das werden wir ja bis dahin noch sehen. In Englisch ist das Spiel, glaube ich, wirklich besser. Ich spiele ja, habe ja auch vor, privat in Englisch zu spielen. Und dennoch weiß ich nicht, woher es kam, ob ich jemand beleidigt habe. Seltsamerweise fühlt es sich nicht so an, als ob sie mit dir sprechen würde, sondern so, als würde sie zu einem Publikum sprechen. Die Luft nimmt eine eigenartige Schärfe an und kühlt sich rasch ab und löst sich dann in dumpfe Angst auf. Verzeih mir, ich wollte dich nicht beleidigen. Verzeih mir, sollte ich dich beleidigt haben. Verzeih mir. Du würdest wahrscheinlich mehr kennen als ich. Bist du früher schon auf Wächter getroffen? Ich weiß es nicht. Es ist ein altes Gefühl und ich weiß nicht, woher es kommt. Es war ein Wort, das aufkam, als du mich sahst. Man sagt, Wächter würden viel sehen, was anderen verschlossen bleibt. Und ich für die Augen anderer schon geraume Zeit unsichtbar. Also sie ist so eine Art Halbgeist, könnte man fast schon meinen. Möchte ich etwas anderes fragen? Ja, weißt du, was ein Wächter ist? Warum hast du Angst? Ich weiß es nicht. Es ist ein altes Gefühl und ich weiß nicht, woher es kommt. Es war ein Wort, das aufkam, als du mich sahst. Man sagt, Wächter würden... Ja, okay. Die sagt genau dasselbe zweimal. Oder ist das wieder ein Fehler? Woran liegt es, dass ich niemand sehen kann? Ihre Augen sehen mich, aber ihr Verstand erinnert sich nicht weiter als die Fruchtblase. Eine Fruchtblase? Is like the call of a newborn, hiding the face beneath. And for my body, I am able to wrap myself as a mother cradling her child. I am here, as you see me. But to them, their eyes see only the cloak that I wear. A peasant mother, dirty, shabby, not worth knowing. Mein Gesicht, es ist wie eine Fruchtblase des Neugeborenes, die das Gesicht unter sich verbirgt. Und was mein Körper angeht, ich kann mich so verhüllen, wie eine Mutter ihr Kind wiegt. Ich bin hier so, wie du mich siehst, aber ihre Augen können nur meine Kleidung sehen. Eine Bauernmutter, schmutzig, schäbig, nicht kennenswert. As a watcher, you see more than others. To the eyes of most, I am as unseen as the spirits you share memories with. Als Wächter siehst du mehr als andere. Das stimmt allerdings. Wir haben so viel schon gesehen als Wächter und meine ganze Gruppe macht sich ständig Sorgen drum oder guckt mich komisch an. Für die Augen der meisten bleibe ich verborgen, wie die Seelen, mit denen du Erinnerungen teilst. Wie kannst du den Verstand anderer beeinflussen? Ich leite den Fluss ihrer Sinne einen anderen Pfad entlang an einen anderen Ort, den man schnell vergisst. Das ist nicht unerwünscht, wenn jemand die Gegenwart anderer nicht wünscht. Okay. Stimmt allerdings. Die Oberfläche ihres Verstandes erkennt die Gestalt, aber die Erinnerung vergeht. Sie sehen eine Frau, aber es gibt keinen Wunsch nach einem Gespräch, keinen Wunsch nach irgendwelchen Fragen. Und ich habe keine Fragen. Ich möchte etwas anderes diskutieren. Lass deinen Verstand für dich sprechen, ich werde mehr als nur Worte hören. Wie ist es möglich, dass ich in deinen Traum eindringen konnte, als wir uns das erste Mal trafen? I do not know. What do you speak of? Ich weiß es nicht. You were in my thoughts, I could not feel your presence, nor do I know what you saw there. Tja, wir sind eben ein Wächter, wir können viel. Ich weiß nicht, von was du da sprichst. Wenn du in meinen Gedanken warst, ich konnte deine Gegenwart nicht spüren und ich weiß auch nicht, was du dort gesehen hast. Oh, cool, wir haben was freigeschalten. Als du sprichst, spürst du deinem Verstand plötzlich etwas Komisches.
wie das Blut der Jagd, das in dir in Wallung kommt. Jo, das kennt Hagrim nur zu gut, er ist ja ein Ranger. Er liebt die Jagd, vor allem auf Monster. Dir wird plötzlich gewahr, dass du auch ohne ihre Erlaubnis in ihren Traum eindringen, ihn ohne ihr Wissen beobachten könntest. Ihr Verstand hat etwas von einem Waffenregal an sich, aus dem du dir eine Klinge holen und sie für dich behalten könntest, solltest du das wollen. Und plötzlich findest du dich in ihren, deinen gegenwärtigen Gedanken wieder. Obwohl du für einen Moment weit davon entfernt warst, sie scheint sich deiner zerstreuten Gedanken nicht bewusst zu sein. Es könnte eine deiner Gaben sein, eine Fähigkeit, sich in Erinnerung so zu bewegen, wie andere auf den Boden gehen. Ja, das hatten wir schon mal. Erinnert ihr euch noch an die untote Gelehrte in Erbhügel, die uns beigebracht hat, die alten Runen zu lesen? Wir hätten auch jederzeit ihren Stolz, ihren Eifer löschen können, ohne dass sie es gemerkt hätte. Aber wir haben uns ja dafür entschieden, auf sie einzureden, bis es verfliegt. Dürfte ich es nochmal versuchen? Ja, fragen wir mal. Sie bewegt sich nicht, aber du spürst, wie sie langsam nickt. Mein Verstand ist für dich so offen, wie er es war, als wir uns trafen. Ich könnte dich nicht aufhalten, selbst wenn ich es wollte. Wenn dich meine Versuche nicht stören, dann werde ich es tun. Ich will mich dir nicht auferlegen. Ich bitte dich um deine Erlaubnis. Ja, das ist mehr oder weniger die Paladin-Aussage. Das obere klingt mehr nach Hagrim. Also Hagrim möchte eigentlich niemand. Hagrim ist typisch Hagrim, der mischt sich natürlich immer ein. Aber er will sich auch aus allem raushalten, wo er nicht hineingezogen wird. Ja, tolles Gegenteilgespräch. Also ja, vor allem wenn man Hagrim verarscht, dann ist das stinkig. Also wenn es dich nicht stört, dann will ich nochmal reinschauen. Mein Erinnerungsvermögen ist nicht, wie es einmal war. Vieles vergessen worden. Ich habe nichts verborgen, solltest du in meinen Gedanken wandeln. Ihre Gedanken fühlen sich auf merkwürdige Weise entschuldigend und gleichzeitig willkommen heißen dann. Vielleicht kannst du etwas erfahren, das dich stärken wird, oder ein Hinweis darauf, was dieses schreckliche Verbrennen der Seenfelder und das Anhalten von Berats Rat bewirkt hat. Wie das Anhalten von Berats Rat? Berats Rat ist ja der Kreislauf des Todes und des Lebens. Meint sie jetzt das im Erbhügel? Keine Ahnung. Ihr Verstand macht dir Platz und du dringst wie zuvor fast unbemerkt in ihre Gedanken ein. Dann umkreisen deine Gedanken die Erinnerung, die ihr bei eurem ersten Treffer geteilt habt. Und plötzlich bist du ganz ruhig. Du stehst auf einem Plateau, das fast so hoch wie ein Turm ist und mehrere Stockwerke bist. Das Plateau ist wie ein Teller, der unter freiem Himmel liegt. Unterhalb des Plateaus erstreckt sich in alle Himmelsrichtungen ein nebliger Wald. Aber ob es sich tatsächlich um Nebel oder den visuellen Effekt der Entfernung oder eine Erinnerung handelt, ist dir nicht klar. Das ist derselbe Text nochmal, oder? Über dir ruht einsatzbereit in der Krümmung eines natürlichen Bogens eine große Kupferglocke, die halb so groß wie ein Mann ist. Als ob sie auf dich und das Ereignis herabschauen würde, das sich vor dir entfaltet. Das Plateau hat die Sonnenwärme aufgesaugt und der Fels unter dir fühlt sich rau und warm an. Der Himmel bildet eine Wiege um dich herum, du fühlst dich anders, dich körperlos. Aber du spürst, dass sich dein Körper und deine körperlichen Konturen zusammen mit deiner Umgebung verändert haben. Und du hörst eine Folge sanftes Glockenläutens, das sich wie Windspiele anhört. Mit dem Glockenläuten nimmt die Szene an Farbe und Textur zu, als ob es dich sanft nach vorne rufen und dabei deine Sinn und Gedanken füllen würde. Wie Nebel, der sanft in eine versiegelte Kammer strudelt. Und auf die Glocke konzentrieren. Das Glockengeläuten zieht dich weit in die Erinnerung hinein und du bist dir sicher, dass es sich um eine Erinnerung handelt und um eine gute noch dazu. Du befindest dich auf der Felsoberfläche des Plateaus. Deine Knie spüren die warme Beschaffenheit des silbernen weißen Bodens, der wie Adra schimmert. Das wird solches weiße Adra sein, wie wir gerade eben im Inventar gesehen haben. Das Plateau scheint daraus zu bestehen und glänzt in der Sonne. Du kannst die Wärme auf deiner Haut, deinen Handgelenken und deinen Händen spüren, die sie in Bewegung befinden. Sie stricken aber keine Fäden. Vielmehr sammeln sie und bewegen sich fast zärtlich zu den Anfangsumdrehungen von Berats Rad. Deine Hände sind feucht, deine Hände liegen auf der Haut eines neugeborenen Kindes.
Ja, also der Anfang von Berats Rat, die Geburt. Und du kannst die Krone eines winzigen Kopfes in ihnen spüren, wie es sich glitschig mit der Nässe des Mutterleibs in deinem Griff dreht. Ja, wieder zu viele Details. Die Hände des Körpers, in dem du steckst, haben das viele Male getan und sie wirken geübt und sicher. Als der Kopf herauskommt und ein Strom von Flüssigkeit aus dem Mutterleib ihm beim Herausgleiten hilft, spürst du in deinem Kopf einen fernen Schmerz und hörst die anstrengenden Atem einer Frau und einen Aufschrei.